was soll das? Koran-CDs, auf denen Gift ist? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber viele haben davor gewarnt. Da dachte ich, dass ich auch davor warnen werde. Nur wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber es gab ja schon so einen ähnlichen Vorfall, und zwar auf Straßenampeln. Dann gibt es so ein Bild, da steht, gibt Islam keine Chance, Auzubillah. Und dann möchte man dieses Bild natürlich als Muslim gerechterweise wegmachen. Und was verbirgt sich dahinter? Zwei Rasierklingen. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, passt einfach auf. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob es stimmt oder nicht, aber passt einfach auf. Aber eins möchte ich euch sagen. Ich warne euch vor dem Tod, der uns jederzeit ereilen kann. Und jeder von uns muss sterben. Aber nicht jeder von uns muss in die Hölle. Nicht jeder muss in die Hölle. Sterben werden wir alle. Aber es gibt eine Möglichkeit, der Hölle zu entkommen. Möge Allah uns vor der Hölle bewahren. Amin. Praktiziere nach Koran und Sunna und bitte Allah, dass er dich vor der Hölle bewahrt. Assalamu alaikum.